ich finde eigentlich den Vorschlag für ein Moratorium wirklich gar nicht so schlecht, also für ein Moratorium zum Abriss des FH-Gebäudes, weil man sagen kann, die Stadtgesellschaft ist offensichtlich gespalten bezüglich der Frage der Historisierung und eine Gruppierung hat sich sehr deutlich durchgesetzt. Da ist es keine schlechte Idee, mal innezuhalten und zu sagen, wir schauen jetzt nochmal im Ganzen drauf und überlegen, ob wir nicht zu Lösungen kommen. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich der Fall. Also ich habe ja die These, dass wir hier in Brandenburg eine unreife Demokratie haben und dass der Umstand, dass der Landtag eine bauliche Deutung des Demokratiegedankens verweigert, damit zu tun hat. Ich finde es wirklich keine gute Idee, dass der Landtag auf Dauer in einer Schlossattrappe sitzt. Ich glaube, das tut etwas mit den Leuten, die dort Entscheidungen treffen. Und da muss ein Emanzipationsprozess stattfinden. Da waren sehr viele Prozesse, in denen eigentlich im Vorhinein schon klar war, wo es hinlaufen soll. Ich sage, dass die Stadtverordnetenversammlung die Position der Bürger und auch innerhalb der Parteien überhaupt nicht richtig abbildet und dass deshalb ein Korrektiv her muss in Form von direkten Bürgerbefragungen. Ein zweiter Schritt wäre für mich ganz klar, die Sache mit der Garnisonkirche zu stoppen. Ich habe vorgeschlagen, dass dort ein Tagungszentrum entsteht. Ich finde, da muss ein 30-geschossiges oder ein Hochhaus hin, was mindestens 30 Geschosse hat.